Ja, hallo Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit dem Video am Mittwoch. Tja. Und ja, heute gibt es wieder ein kurzes, knappes Video. Und zwar zu welchem Thema? Zum Bitwig Upgrade Plan. Ja, weil da gibt es nämlich gerade ein nettes, kleines Angebot. Wenn man den Upgrade-Plan verlängert oder Bitwig Studio kauft in einer diversen XY-Version, dann bekommt man ein VST-Plugin geschenkt dazu. Ja, und das habe ich gemacht. Und jetzt schauen wir uns das Plugin an, ob das was taugt oder nicht. Und vielleicht hilft euch das ja bei der Entscheidungsfindung, ob ihr die 169 € ausgeben wollt für ein Jahr Upgrade-Plan plus VST oder nicht. Denn die andere Alternative, was ich machen würde, warten, bis ein Black Friday oder was weiß ich immer so Angebote gibt es ja. Und dann kriegt man den Upgrade-Plan auch für 129 irgendwie. Ja. Aber das muss dann jeder selber entscheiden. Also, ob das Video was taugt, entscheidet ihr zum Schluss. Ob das Plugin was taugt, das ja, müsst auch irgendwie entscheiden. Aber ich zeig's euch und das erfahrt ihr nach diesem Teaser. Ja, und hier sind wir auf der Webseite von Bitwig Studio diesmal. Und ja, hier gibt es eben dieses Announcement von XLN Audio bei Bitwig Studio: Get XO for free. Ja, das ist das hier. Und da steht es dann auch auf Deutsch, wenn man es anklickt: Kaufe Bitwig Studio und erhalte XO gratis. Ja, gratis. Wir werden schon was verdienen. Der Frühling ist da. Für kurze Zeit erhältst du beim Kauf von Bitwig Studio oder eines Upgrades ein fantastisches Plugin im Wert von 129 € gratis dazu. Dieses Angebot endet am 4. April, also heute ist der 29. Wenn das Video kommt, morgen ist der 30. Dann habt ihr immer noch 5 Tage Zeit. Also zögere nicht. Mehr Informationen findest du weiter unten. Ja, typisches Marketing, bla bla. Bei mir war es eben so, ich habe mir den Upgrade-Plan verlängert und nach dem Kauf habe ich dann in der Tat einfach eine E-Mail bekommen, aber erst nachdem ich die Serial registriert habe. Und da gibt es auch eine Deadline, ich glaube bis 22. April oder sowas muss man das Plugin dann eingelöst haben von der XLN-Webseite oder sowas. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns mal das Video hier an, das dauert 42 Sekunden. Ja, das war's. Ja, schaut jetzt alles ein bisschen verwirrend aus. Ich habe auch ein bisschen geguckt, aber das Teil, so viel darf ich schon verraten, macht Spaß. Ich habe es hier einfach mal reingeladen. So schaut die Benutzeroberfläche aus. Hier gibt es verschiedenste Ansichten hier oben. Hier gibt es ein Space. Das ist diese farbige Wolke. Die stellt meine Samples dar und die Samples, die hier schon inkludiert sind, die kann man hier einfach dazu ziehen. Das ist jetzt hier meine Sample Library. Da hat er 13.835 Samples gefunden und es ist noch der Core Content dabei. Das sind nochmal 8.746. Ich müsste jetzt auch noch, ich habe ja noch zig Installationen von Native Instruments irgendwo rumflacken, Battery und was weiß ich, was ich alles noch für Samples habe. Die ziehe ich mir irgendwann einmal noch da rein. Und dann scannt der das hier unten oder man muss es auch wirklich starten, indem man drauf drückt,
Force Rescan kann ich auch noch machen. Und dann bildet er hier diese Wolke. Und gleiche Farbe bedeutet gleiche Art von Sample. So denke ich. Das erkennt er hier. Rot sind Kicks, blau sind Snares und Claps. Diese orangenen sind Closed Hi-Hats, grün sind Open Hi-Hats und Flex sind diese dunkelbraunen hier. Ja, ein bisschen so Effekte oder sowas, keine Ahnung. So, mit Edit hat man hier so ein bisschen einen Step-Sequencer und die verschiedensten Parameter, die ich hier einstellen kann. Dazu gleich mehr. Wir machen es ganz einfach. Und dann habe ich hier oben einfach so mein Transport-Bar oder wie man das sagt. Ich kann hier das Pattern abspielen. Ich kann das Tempo einstellen. Das habe ich jetzt gesynkt hier zu meiner DAW. Ich kann das auch noch synken mit dem Tempo und mit dem Start-Stop. Das geht auch. Mache ich jetzt mal nicht. Und dann habe ich hier so einen Patch-Browser hier oben. Und da ist eben hier dieser Core-Content drin. Und da kann ich jetzt aus verschiedenen Packages mir auswählen. Und da gehe ich dann da rein, klicke was an und spiele es ab. Schreien und tanzen. Ich bleibe bei den energetic Beats. So, wenn ich dann einen passenden Beat gefunden habe, dann sehe ich hier oben so ein bisschen das Pattern, wie es ausschaut. Und könnte jetzt hier, das ist der Originalsatz an Samples, die hier geladen sind. Und ihr habt euch jetzt gefragt, was soll diese Wolke? Also ich übernehme jetzt mal hier dieses Pattern. Was soll diese Wolke? Die hier so blinken, das sind die Pattern, das sind die Samples, die ich ausgewählt, die geladen sind. Und hier im Browser gibt es schon Same Pattern, Similar Samples. Also das ist das gleiche Pattern, aber mit ähnlichen Samples, weil der irgendwie einen Algorithmus da drin hat. Und dann sagt, such mir doch hier, je näher das da dran ist, umso ähnlicher ist das Sample. Umso weiter ich weggehe, umso unterschiedlicher wird es. Und jetzt kann ich da reingehen und kann ihm sagen, mein Freund, nimm mir doch mal hier einfach ein anderes Paket an Samples. Das kann ich dann natürlich auch hier, sagen wir mal, nur für die Snare machen. Man sieht schon auch hier in dieser Wolke, in diesem Space, in diesem Raum, dass er nicht weit weg geht hier. Und ja, das ist eine coole Sache. Also wenn ich jetzt hier mein ganzes Gedöns so mir eingestellt habe und ein passendes Pattern gefunden habe, dann gehe ich eben hier auf Edit und dann gehen wir mal ganz schnell durch, was ich denn hier alles so drin habe. Also links habe ich hier pro Zeile mein Sample und rechts den Step-Sequencer dazu. Wenn ich jetzt das mal hier auf Solo stelle, habe ich jetzt eben hier nur mein Snare. Das ist ein Trigger-Button, das ist das Volume, Mute und Solo. Ich kann das Teil auch locken. Dann wird es, wenn ich das hier grundsätzlich verändern will, wird es davon ausgespart. Also wenn ich hier einen neuen Satz an Samples lade, dann bleibt es eben bestehen. Ich habe hier einen Sample-Editor. Also das Ding
ist total unscheinbar am Anfang, aber es hat echt mächtige Gerätschaften hier drin eingebaut. Ich habe das Panning. Ich habe hier einen Transient Shaper. Ich nehme die in den Attack raus. Ein Hold-Anteil. Decay. Kann man hier alles einstellen. Pitch. Tonality. Einen Filter, der auch ganz nett zu bedienen ist, mit Maustaste drauf und hoch und runter, dann schränke ich das Frequenzband ein und mit links und rechts verschiebe ich es einfach. Es ist ja echt geil. Also das ist wirklich ein schönes Bedienkonzept. Dann habe ich hier eine Velocity, also eine Anschlagdynamik, die ich einstellen kann. Und dann habe ich hier eine Kanalzuweisung, weil wie ähnlich wie bei dem Drumcomputer von den Sugarbytes kann ich dieses Teil hier natürlich im Mehrkanal-Modus verwenden. Und dann habe ich jetzt hier, also zum einen einen Poly-Mode, jetzt ist es im Single-Mode, das heißt, wenn ein Sample noch spielt, während es erneut getriggert wird, wird das alte abgeschnitten. Im Poly-Mode wird einfach ein neues angespielt. Angestimmt, angeschlagen, keine Ahnung. Dann kann ich es rückwärts abspielen. Ich kann hier eine Mute Group auch noch erstellen. Das kenne ich ja noch von der Redrum aus Riesen. Gibt es aber auch in der Battery, glaube ich, eine Mute Group, die sagt, man kann nicht nur sagen, dass wenn das nicht Poly ist, sondern man kann eine Gruppe erstellen von Samples, die diesen Anschlag hier zum Erliegen bringen. Also, hört sich jetzt doof an. Das Sample verstummt, wenn ein anderes angeschlagen wird, und zwar aus dieser Mute Group. Genau. Und dann habe ich hier noch einen Send-Kanal 1 und 2 und ich habe hier unten diese Effekte. Das ist hier ein Bright Plate Reverb und eine Big Hall Reverb. Send Amount. Und wenn ich jetzt eben hier, wo das M steht, einfach was anderes einstelle, dann kann ich eben hier einen anderen Output-Bus mir noch genehmigen. Und dann sage ich, geh mal du hier über den Bus 8. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das wäre hier Nummer 6. Jetzt höre ich nichts mehr, weil jetzt müsste ich hier in diesem Device, das hatten wir ja schon mal, muss ich jetzt sagen, fehlende Chains hinzufügen. Und jetzt läuft das hier eben über den Kanal 6. Wenn ich das jetzt mal zumache und wenn ich jetzt hier über meinen Mixer gehe, dann habe ich hier meine einzelnen Busse und dann kann ich ja hier meine eigenen Effekte, wenn ich jetzt sage, ich hätte hier einen neuen Effekt und möchte hier drin dann ein Delay haben. Send, jawohl. Und wenn ich jetzt sage, hier Send Amount, dann habe ich hier mein Delay drin. Also das geht wunderbar. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht geht. Machen wir das wieder zu, machen wir das wieder auf. Ja, Kanalzuweisung. Dann haben wir hier natürlich unseren Step-Sequencer. Ja, wenn ich da einen Punkt markiere, dann wird ein Trigger ausgelöst und wenn ich die Maus halte und nach unten ziehe, dann kann ich die Velocity einfach hier einschalten. Und hier kann ich, wie heißt denn das? Ratcheting heißt es, glaube ich, immer beim Ding, beim Rap-Harpen. Kann ich hier unten einschalten. Ansonsten habe ich hier noch Global oder Individual Groove.
Wenn ich den Schalter hier aktiviere, dann kann ich für diese eine Spur einen Groove oder Swing einstellen. Ansonsten geht das über das Global Setting, das das hier ist. Man sieht es hier, zieht alles durch. Und dann kann ich das manuell noch nudgen, also in eine Richtung schieben, weg vom Grid, vom Raster, vom Taktraster. Kein Problem. Es gibt hier zwei Pattern, Pattern A und Pattern B. Und man kann hier einstellen, soll er jetzt, die Anzeige soll die diesen Pattern folgen oder soll sie bleiben? Okay, ist auch nicht so kompliziert. Und dann gibt es diese Chain. Er spielt immer nur das gleiche Pattern ab. Er spielt A, dann B. Oder er spielt dreimal A und einmal B. Auch noch nicht so schwer. Dann gibt es einen Accentuator, wo ich sagen kann, tu mir mal alle halbe Note akzentuieren, also ein bisschen mehr Wumms drauflegen, denke ich mal von der Velocity. Man kann es auch auf jede Viertelnote, auf jede Achtelnote, das ist jetzt noch nicht so schwer. Was natürlich aber interessant ist, ich kann sagen, machen wir mal alle halbe und alle Achtel, und dann kommt hier ganz was Wildes raus. Ach, alle Sechstel sind es, Entschuldigung. Alle Achtel. So. Und dann kommt hier ein wildes Pattern raus. Man kann das auch würfeln. Gut. So. Haben wir jetzt hier alles mal durch erklärt. Ich habe hier noch einen Sample Combiner, da kann ich jetzt eben wieder wie auf meiner Space-Seite einzelne Samples auswählen. Das ist nichts anderes, als wie wenn ich die hier durchschalte. Ja, gut. Beat Combiner. Ich kann hier aus vorgegebenen Pattern wählen, was ganz nett ist. Und jetzt wird es noch ganz interessant. Ich möchte, ach ja, da unten habe ich noch in dieser unteren Zeile, da habe ich natürlich noch einen Kompressor. Erstmal ein Filter, der auch wieder genauso. Nicht genauso bedienbar ist. Aber ich kann hier das Frequenzband einstellen und kann hier noch die Slope einstellen von dem Low Cut und High Cut Filter. Ich kann die Effekte einstellen, habe dieses hier zur Verfügung: Big Hall, Bright Plate, Bright Room, Dark Ambience, Slab Ambience, Reverb, Claustrophobic, Sprung, What the fuck happened? Das interessiert mich jetzt schon. Ja, naja, gut, das wäre so ein Spring Reverb. Dann habe ich ein Delay mit verschiedenen Auflösungen. Okay. Aber wie gesagt, wenn man sich eigene Effekte noch reinziehen will über die DAW, geht es eigentlich in diesem Mehrkanal-Modus. So, was mache ich jetzt mit dem Beat? Ich hätte den ja gerne exportiert, weil vielleicht möchte ich das ja in meinem Octatrack verwenden oder sonst irgendwas. Und das geht, das finde ich jetzt schon fast richtig geil. Ja, es gibt hier so einen kleinen Export-Button. Da muss man nur ein Exportverzeichnis festlegen, irgendein Verzeichnis auf der Festplatte sollte man sowieso haben, wenn man hier audiomäßig unterwegs ist. Und dann sage ich jetzt mal Render Waves. Jetzt sieht man schon, dass das Ding arbeitet. Er macht jetzt hier für jede einzelne Spur, macht er jetzt ein Stem. Und jetzt könnte ich schon hergehen und könnte sagen, na gut, dann ziehe ich mir jetzt mal hier nur was waren das jetzt, die Snare? Ne, die Kick hier. Jetzt habe ich mir nur die Kick exportiert. So.
Und wenn ich aber jetzt doch lieber den ganzen Loop hätte, gerne hätte, also ich kann natürlich auch All Stems mir hier rausziehen, weil ich jetzt merke, wenn ich das nicht synke zur DAW, dann stimmt natürlich die Länge nicht. Und das war mein Problem gerade eben. Machen wir mal das hier wieder. Und jetzt tue ich mir diese ganzen Stems mal hier reinziehen. Jetzt schaut es auch gut aus. Ja, jetzt habe ich die hier drin. Und natürlich geht das Ganze auch als ein kombiniertes Audio. So schaut es dann aus. Und dann habe ich mein Audio-File hier drin. Was doch mal richtig geil ist. Und das kann ich hier immer noch weiter verwursteln und machen und tun, wie es mir gerade lustig ist. Ja, was natürlich auch noch geht, ihr habt schon gesehen, man lesen kann es ja fast jeder selber, Beat as MIDI. Dann habe ich jetzt das hier drin. Na komm. Und dann habe ich jetzt hier diesen Beat exportiert als MIDI-Sequenz. Ja, Herz, was willst du mehr? Also ich bin absolut begeistert von diesem Teil. Macht Spaß. Und was, man möchte es nicht glauben, also ich kämpfe ja wirklich immer hier mit meiner Sample Library, weil man sucht dann nach Kick, man sucht nach dem und dem. Das sind halt, ja, man verlässt sich drauf, dass das irgendeiner richtig benamst hat. Aber der hier sucht es ja wirklich. Ja, er analysiert das Sample und sagt, was du bist. Und es sind in der Tat, wenn ich mir das anhöre, die hören schon nach Clap und Snare sich an. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Also, bin zufrieden. Nun gut, also, ich kann es nicht oft genug sagen. Hier Upgrade Plan verlängern gibt es noch bis zum 4. April, glaube ich. Bis zum 4. April gibt es dieses Plugin noch dazu von XLN Audio. XO heißt das gute Stück. Mir macht Spaß. Ja, und vielleicht macht es euch ja auch Spaß. Ja, also jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich muss das Video auch noch schneiden. Höre ich mal wieder auf, bevor ich euch hier zu Tode langweile. Also, wenn euch das Video gefallen hat, ja, wisst ja, mich freut es unheimlich, wenn ich den rechten Daumen sehe, wenn der hier durch die Decke geht. Und wenn nicht, dann einfach den linken Daumen hier hoch nach oben in die Decke halten. Dann freut es mich. Ansonsten meinen Kanal abonnieren, das ist immer gut. Bevor ihr nicht wisst, was ihr tun sollt und irgendeinen Bockmist baut oder so, abonniert einfach meinen Kanal, dann wird das alles wieder gut. Ja, also, bis zum Video am Sonntag. Wünsche ich euch noch viel Spaß. Kommt gut durch die Woche. Euer Michael hier aus Nürnberg. Ciao.